Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video und diesmal Hardware-Check oder Review, ich weiß nicht, wie ich es nennen werde, zur BenQ Vit. Ganz kurz angemerkt, hier wird irgendwo Werbung stehen, ich habe die Lampe vom BenQ zur Verfügung gestellt bekommen, ich habe kein Geld dafür bekommen, ich habe auch keine Einschränkungen, dass ich sagen soll, dass sie toll ist oder dass sie, was weiß ich, nein, meine eigene persönliche Meinung. Und meine Meinung ist, die Lampe ist die beste Schreibtischlampe ever. Ist meine Meinung. Werdet ihr auch gleich sehen, warum. Ich drehe euch mal kurz. Das ist jetzt mein Schreibtischbereich. Ihr seht, die Lampe leuchtet. Ne, Mausi ist hier gerade gekommen. Ihr seht, die Lampe leuchtet meinen Schreibtischbereich extrem geil aus. Ich kann die Tastatur gut sehen. Bis zum Mausbereich wird ausgeleuchtet. Ich habe sie da positioniert. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Ja, meine Kamera ist da. Ich kann sie halt nur benutzen, wenn ich nicht streame, weil sonst, wenn ich streame, dann die Kamera ist ja da, hat die so einen leichten Rotstich. So. Wir haben hier unten an der Lampe, wo jetzt mein Mikrofon steht, da können wir sie drehen, komplett. Dann geht hier einmal ein Arm mit einem Gelenk, wo wir dann halt hier auch nochmal hoch runter machen können. Und hier oben ist ein Kugelgelenk, damit wir die Lampe anpassen können. Ich habe sie jetzt so angepasst, dass er wirklich perfekt ist. Und wie ihr seht, das Licht ist so, na, nicht ganz gelb und nicht ganz weiß. Ich habe so eine Mischung aus Gelb und Weiß genommen. Finde ich für die Augen am besten. Also für mich jetzt persönlich, weil ich von diesem weißen Licht auf Dauer kriege Kopfschmerzen. Und wir können das alles hier stellen mit dem Drehrad. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Und hier ist der An- und Ausschalter. Aus und wieder an. Außerdem, wenn wir diesen Drehschalter jetzt kurzzeitig hier drückt halten, hier unten an der Unterseite von der Lampe ist ein Lichtsensor, der passt das Licht dann automatisch an. Ich zeige euch das. Ich halte hier drückt, zack, und dann leuchtet es da grün. Ja. Und jetzt hat sie sich so angepasst, wie sie sagt, das ist jetzt eigentlich ideal. Ist auch ein schönes Licht, ich mag es aber lieber mit einem kleinen Gelbstich. Und sobald wir jetzt hier wieder drehen, geht das grüne Licht weg. Und ihr könnt ja gerne mal sehen, ich richte euch mal hoppala, nach unten, dann könnt ihr sehen, dass die an, aus, also hell, dunkel geht. Ja, bis er dann halt die idealen Einstellungen gefunden hat. Wenn wir jetzt den Drehschalter drehen, drehen wir mal ganz komplett, so, wird es dunkel und hier können wir dann heller machen. Wenn wir den Drehschalter aber einmal drücken, ja, dann passiert das, dass sie gelb wird und hier so ganz weiß. Die Lampe geht, wenn ganz, wenn sie ganz runtergedreht ist, aufs Gelbe, ist es bei 2700 Kelvin und wenn wir die jetzt ganz hoch in den obersten weißen Bereich machen, ist sie bei 5700 Kelvin. So, ich mag es aber eher. So, mal ganz gelb machen und dann 1, 2, 2 Umdrehungen. Das waren 3, glaube ich. 1, 2, 2. So, 2 Umdrehungen. Dann habe ich so ein. Für euch sieht das jetzt nicht so aus. Für euch sieht das auch schon ein bisschen weiß aus. Es ist aber ein Weiß mit einem Gelbstich. Und dann drücke ich einmal drauf und dann mache ich mir die auf die dunkelste Stufe. Und so mag ich das. So ist die schön ausgeleuchtet, der Arbeitsplatz, sie ist nicht zu hell, so, sie ist nicht zu dunkel, ich kann meine Tastatur super erkennen, ich kann den Mausbereich super erkennen, alles wunderbar. So, und meiner Meinung nach ist es wirklich die beste Schreibtischlampe ever. Ich habe schon so viele Schreibtischlampen getestet, alle sind sie. Ja, entweder die leuchtet immer nur eine Seite aus oder wenn sie so auf den Schreibtisch gerichtet sind, dann ist der Punkt da in der Mitte und dann wird es ein bisschen außen, nach außen noch ausgeleuchtet.
alles gut und schön, aber ich kann euch echt sagen, nachdem ich die WIT jetzt hier zum Testen habe, es gibt für mich keine bessere Schreibtischlampe. Die Verarbeitung ist wirklich extrem geil. Ich werde euch in die Infokarte mal mein Hardware-Video machen. Dann könnt ihr die ganze Lampe bei Tageslicht sehen. Was ich euch aber unbedingt zeigen will, ist, so, ihr seht die jetzt, hier oben ist der blau gesleevte Kabel, da kommt er raus, hier geht er rein. Die Verarbeitung, Leute, die ist wirklich exzellent. Ja, und da steht auch BenQ dran, finde ich ein geiles Gimmick. Wirklich extrem geile Verarbeitung. Nicht stören lassen, was ihr jetzt hier seht, was hier so hell ist, das ist nur im Video so hell. So hell sehe ich das gar nicht. Ich sehe das, wenn ich normal sitze, hier auf meinem Arbeitsbereich, ich sehe das nicht. Ich sehe das praktisch so. So sieht es bei mir aus. Ich sehe halt nur diese Metallkante und nicht diese Telle. Ja, also da bitte nicht irritieren lassen. Das ist wirklich eine extrem geil verarbeitete Lampe und die macht wirklich was her. Ihr könnt die auch, wenn euch die WIT gefällt, könnt die auch so einen extra Standfuß holen, damit man sie für den Lesebereich als Stehlampe nutzen kann oder mit so einer Klemme, dass man sie am Tisch ranmachen kann, dass man, ja, dann wird sie so am Tisch so rangeklemmt und festgeschraubt und dann kann man die WIT da oben drauf machen. Habe ich im Zubehör gesehen, das habe ich leider nicht, das kann ich euch nicht sagen, wie es ist, aber wird auch genauso geil verarbeitet sein wie die Lampe. Und ich kann euch nur sagen, ich kann mir meinen Schreibtisch und ich will mir meinen Schreibtisch auch nicht mehr ohne die BenQ WIT vorstellen. Die macht so ein angenehmes Licht. Das ist so geil. Ja, also wie gesagt, ich habe ja diese bevorzugte Lichttemperatur, was bei mir ist, ist ja nicht ganz gelb, auch nicht weiß, sondern so gelb, aber so nicht ganz, so ein Tick weg. Und manchmal habe ich sie auch dann so ein bisschen mehr ins Weiße. Das kommt immer auf Tagessituation an und so. Und das ist so augenschonend, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mein PC-Bereich wird ausgeleuchtet. Ich habe nichts, was nicht ausgeleuchtet wird. Ich kann die dann auch noch verstellen. Durch das Kugellink könnte ich die komplett ankippen. Ich habe sie auch schon versucht, ganz gerade zu machen und dann durch das Kugellink schön hoch und habe sie als Softbox-Ersatz benutzt. Wenn ich streame, hat super funktioniert. Mein Cam-Bild im Stream war exzellent. Also das sah so geil aus, weil ich schön ausgeleuchtet wurde. Mache ich aber nicht mehr, weil das hat den Nachteil, wenn ich hier so sitze und mit meinem PC-Stuhl und dann so auf meinen Monitor gucke und die WIT dann so ist und dann das Licht so kommt, ich sehe es immer noch. Und das nervt dann halt, du siehst den Bildschirm, du spielst ein geiles Spiel und dann kommt von der Seite das so hell. Also dafür, da müsste sie vielleicht noch ein Stück höher sein, dass man sie dann nicht direkt so, wenn man auf den Bildschirm guckt, sieht. Aber dafür ist er auch nicht gedacht. Wollte ich nur mal anmerken, dass es klappt, aber dafür ist er nicht gedacht. Von mir auf jeden Fall ein Daumen hoch. Verarbeitung super. Design sieht geil aus, der Umfang ist gut, was sie kann, macht ein sehr schönes Licht. Ich habe die damals auf der Webseite von BenQ gesehen, wie gesagt, ich habe die von BenQ zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe die aber, also da habe ich nicht BenQ auf mich zugekommen, da bin ich auf BenQ zugekommen, weil ich die gesehen habe und ich muss euch das so sagen, wie es ist, ich habe mich in diese Lampe verliebt. Ich habe die gesehen und habe nur gedacht, wow. Dann habe ich mir auf der BenQ-Seite das alles dazu durchgelesen und dachte, wow, was für eine geile Lampe. Und habe mal angefragt, ob es möglich wäre, die zu testen. Haben sie auch gesagt, ja, das ist kein Problem, können wir machen. Und ich habe, wie gesagt, auch kein Geld dafür gekriegt. Und ich habe auch nicht von BenQ gesagt bekommen, du musst sagen, dass es die geilste Lampe ist. Das ist meine eigene persönliche Meinung, dass ich finde, dass es... Ich habe schon viele Schreibtischlampen, wie gesagt, getestet. Ich habe mir von Freunden welche ausgeborgt. Ich habe welche gekauft und alle drum und dran. Aber an die WIT kam bis jetzt keine Lampe ran. Ist leider so, kann ich nicht anders sagen. Nonplusultra. Beste Schreibtischlampe ever. Ist meine persönliche Meinung. So, das soll es jetzt auch soweit dazu gewesen sein.
Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestes tun, um euch die zu beantworten. Ach, ein Tipp noch. Ich habe es im Hardware-Video schon gesagt. Passt bitte auf den Standfuß auf. Da ist ein Aufkleber drauf, der warnt euch, dass er schwer ist. Und er ist wirklich schwer. 4,5 Kilo oder so wiegt das Ding. Ich habe nach meinem Hardware-Video das hochgenommen vom Schreibtisch, vom Unboxing-Tisch und hatte hab irgendwie mit der einen Hand, ist es mir rausgeflutscht ein bisschen. Ich hatte es nicht richtig gegriffen. Und dann hatte ich halt nur noch die Lampe in der Hand und der Standfuß ist nach unten gesaust und ich konnte gerade so meinen Fuß wegmachen. Sonst wäre ich mir auf meinen Zeh gedonnert. Und das wollt ihr nicht. Das wollt ihr hundertprozentig nicht, dass euch das auf den Fuß donnert. So, das soll es aber auch jetzt dazu gewesen sein. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch helfen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich bin da mal weg. Ahoi, sagt euer Odin.